Ich heiße Wolfgang Hubert. Wie heißt du? Mein Name ist Höflin Matthias. Ich bin vom Weingut Höflin am Kaiserstuhl in Bötzingen aus dem Badischen. Und was hältst du vom 2014er Jahrgang? Für Winzer, die spontan gären, war das natürlich ein klasse Jahrgang. Es waren gute Hefenährstoffe da und die Spontangärungen liefen reibungslos. Und vor allem, und da spreche ich für den Kaiserstuhl, wenig Alkohol. Das hat es natürlich angenehm gemacht. Matthias Höflin ist in der neuen Ausgabe vom Eichelmann zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und nun wollte ich mal fragen, wie denn sowas zustande kommt. Matthias, wie kommt sowas zustande? Wie wird man Aufsteiger des Jahres? Ja, zunächst haben wir uns natürlich unwahrscheinlich gefreut, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Wenn du spontan vergärst, deine eigene Weinlinie suchst, viel mit Hefebatonagen arbeitest, da liegst du schon etwas abseits der Weinpfade. Und dass dann natürlich so eine Auszeichnung kam, das war schon Freude pur. Matthias, ich habe mal vor einigen Jahren einen Roséwein bei dir probiert in deinem Weinkeller. Der war sehr außergewöhnlich, extrem säurebetont, aber ganz fantastisch. Magst du solche Weintypen noch oder hast du dich vom Weinmachen her etwas geändert? Ich werde älter und damit wird man bekanntlich auch ruhiger und der Weinstil wurde selbstverständlich auch ruhiger. Ich denke, in den letzten 20 Jahren, da legt man ja auch eine Entwicklung hin, eine Weinstilentwicklung. Und was mich in den letzten Jahren fasziniert, ist einfach der Purismus. Ich habe das Gefühl, dass viele Weine immer schöner, immer gekletterter werden und der Boden und der Ursprung verloren geht. Und da habe ich in den letzten Jahren mein Augenmerk hingelegt. Und was dann dabei rauskommt, so ganz genau kannst du das gar nicht vorausbestimmen. Aber eins kann ich dir sagen, mit so viel Säure arbeite ich nicht mehr. Nein, das kann ich inzwischen nicht. Aufsteiger des Jahres, super. Als nächstes also dann Weingut des Jahres, zum Beispiel im Wettbewerb von der Selektion im Herbst. Ich weiß es nicht, warten wir es mal ab. Warum nicht? Auch darüber würden wir uns freuen. Okay, alles Gute. Dankeschön.